Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur Sicherung des Weltfriedens haben die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion heute ein überraschendes Abkommen geschlossen. In dem Vertrag, den Präsident Nixon und Parteichef Brezhnev vor 2,5 Stunden in Washington unterzeichneten, verpflichten sich beide Staaten, alles zu tun, um einen Atomkrieg zwischen ihren Ländern oder in anderen Teilen der Welt zu verhindern. Im Fall einer solchen Gefahr wollen Moskau und Washington unverzüglich Kontakte miteinander aufnehmen. Außerdem vereinbarten die Sowjetunion und die USA, dass sie, wie es wörtlich heißt, weder Bedrohung noch Gewalt gegeneinander, gegen die Verbündeten jeder Seite oder gegen andere Länder anwenden wollten. Präsidentenberater Kissinger bezeichnete das Abkommen als einen Meilenstein auf dem Wege zu einem dauerhaften Weltfrieden und zu einer neuen Ära der Zusammenarbeit. Hätte es ein solches Abkommen bereits früher gegeben, so wäre es, wie Kissinger meinte, weder zu einer Kuba-Krise noch zu mehreren Berlin-Krisen gekommen. Allerdings, so schränkte der Präsidentenberater ein, bedeutet der Vertrag keine Garantie gegen einen Atomkrieg. Sollte die Übereinkunft verletzt werden, wollen die USA nach den Worten Kissingers ihren bestehenden Verpflichtungen nachkommen. Ergänzend fügte am Nachmittag Außenminister Rogers vor den Botschaftern der NATO hinzu, die Vereinigten Staaten hätten bei einem Bruch der Vereinbarung durch die Sowjetunion auch künftig das Recht, zur Sicherheit der USA und ihrer Verbündeten Atomwaffen einzusetzen. Das heute unterzeichnete Abkommen ist der 8. Vertrag der amerikanisch-sowjetischen Gipfelkonferenz. Über die Bedeutung einer gestern unterzeichneten Vereinbarung berichtet Lothar Löwe. Nach der von Präsident Nixon und Parteichef Brezhnev feierlich unterzeichneten Richtlinienübereinkunft für die Genfer Abrüstungsverhandlungen besteht kein Zweifel, dass beide Staatsmänner fest entschlossen sind, dem seit 1945 anhaltenden atomaren Rüstungswettlauf zwischen den zwei Supermächten ein Ende zu setzen. Nixon und Brezhnev, das ist das Bedeutende an der Übereinkunft, haben sich mit ihrer Unterschrift verpflichtet, dieses schwierige Projekt bis zum Ende nächsten Jahres zu verwirklichen. Nach den 7 Grundsätzen der Richtlinien wollen Amerikaner und Russen nicht nur den zahlenmäßigen Umfang ihres Atomwaffenarsenals begrenzen, sondern sie wollen zum ersten Mal auch die Qualität, die Verfeinerung, die schreckliche Wirksamkeit der Atomwaffensysteme einschränken. Darüber hinaus wünschen Nixon und Brezhnev, das atomare Waffenarsenal allmählich abzubauen und damit gewaltige volkswirtschaftliche Reserven für die friedliche Nutzung freizusetzen. Für alle Beobachter in Washington ist klar erkennbar, dass die USA und die Sowjetunion nach einer gemeinsamen Vertrauensbasis suchen, wie es sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zwischen den Supermächten noch nie gegeben hat. Die Nixon-Brezhnev-Übereinkunft hat für Europa und besonders für die Bundesrepublik eine tiefe Bedeutung. Präsidentenberater Henry Kissinger ließ keinen Zweifel daran, dass voraussichtlich auch die Waffensysteme der NATO in Europa, darunter auch die Flugzeugträger der 6. Flotte, in eine etwaige nukleare Rüstungsbegrenzung mit einbezogen wird. Dies soll selbstverständlich unter Wahrung der Sicherheitsinteressen der Europäer geschehen. Aber für Europa stellt sich die Frage, ob eine nukleare Rüstungsbegrenzung auch die sowjetischen Raketen in Westrussland erfassen würde, deren Sprengköpfe auf Europa gerichtet sind. Es zeigt sich ganz klar, dass die Problematik der nuklearen Rüstungsbegrenzung mit der Frage der beiderseits ausgeglichenen Truppenreduzierung in Europa eng verwoben ist. Eine Einladung von Parteichef Brezhnev zu einem Gegenbesuch in der Sowjetunion im nächsten Jahr hat Präsident Nixon angenommen. Nixon, der schon im Mai vergangenen Jahres Moskau als erster US-Präsident besucht hatte, regte zugleich an, dass amerikanisch-sowjetische Gipfeltreffen künftig in jedem Jahr stattfinden. In einer Stunde wollen Nixon und Brezhnev von Washington aus zu weiteren Gesprächen nach San Clemente in Kalifornien fliegen. Frankreich ist heute vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag aufgefordert worden, seine geplanten 9 Kernwaffenversuche über dem Mururoa-Atoll im Südpazifik zumindest für die nächste Zeit zu verschieben. Damit wurde entsprechenden Anträgen Australiens und Neuseelands stattgegeben. Gleichzeitig forderte der Internationale Gerichtshof auch Australien auf, alles zu unternehmen, um eine Ausweitung des Streits mit Frankreich zu verhindern. Die Regierung in Paris hat inzwischen die Aufforderung aus Den Haag mit der Erklärung zurückgewiesen, der Internationale Gerichtshof sei in Fragen der französischen Landesverteidigung nicht zuständig. Dem gravitätischen Einzug der 14 Richter folgte schon wenig später ein neuer Beweis für die Ohnmacht des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag. Als der Vizepräsident, der Libanese Amun, heute kurz vor 11 Uhr den Spruch des Gerichtes in Sachen französischer Atomversuche im Pazifik verlas, fehlte der Angeklagte. Die Franzosen dokumentierten durch ihre Abwesenheit, dass sie den Haager Gerichtshof für nicht zuständig halten. So war allein die klagende Partei Australien vertreten. Und dies ist der Beschluss des Gerichtes.
Ein Urteil kann man den Spruch kaum nennen. Mit 8-6 Stimmen fordert der Internationale Gerichtshof Frankreich, aber auch Australien auf, bis zu einem endgültigen Schiedsspruch nichts zu tun. Insbesondere wird Frankreich aufgefordert, keine Atomversuche zu unternehmen, die radioaktiven Niederschlag auf australisches Gebiet zur Folge haben. Und in diesem Satz zeigt sich bereits die ganze Fragwürdigkeit der heutigen Entscheidung. Was auf den ersten Blick wie eine einstweilige Verfügung gegen Frankreich aussehen könnte, eröffnet bei näherem Zusehen den Franzosen durchaus die Möglichkeit, Atombombenversuche im Pazifik zu unternehmen, wenn nur kein radioaktiver Niederschlag auf australisches Gebiet fällt. Etwas überspitzt formuliert, brauchen die Franzosen also nur noch auf Westwind zu warten, um sich mit ihren Atomversuchen im Einklang mit dieser heutigen Entscheidung zu befinden. Zum anderen lassen die Namen, die Nationalitäten der Richter, die hier überhaupt gegen eine Zuständigkeit des Gerichtes gestimmt haben, durchaus politische Implikationen vermuten. Dagegen stimmten neben Frankreich nämlich Senegal und Dahomey, beides ehemalige französische Kolonien und auch heute noch dem Mutterland vielfältig verbunden. Aber auch der schwedische Richter stimmte dagegen. Und da Schweden in absehbarer Zeit vielleicht seine Fischereigrenzen ausdehnen möchte und deshalb ebenfalls vor diesem Gerichtshof zitiert werden könnte, liegt der Verdacht nahe, dass es sich dabei um eine vorbeugende Maßnahme gehandelt hat. Das deutsch-französische Gipfeltreffen hat offenbar in vielen Punkten Annäherung gebracht, aber nicht alle Meinungsverschiedenheiten beseitigen können. Bundeskanzler Brandt und Staatspräsident Pompidou werden in anderthalb Stunden bei einem Bankett auf Schloss Augustusburg die Bilanz ihrer zweitägigen Gespräche ziehen. Aus Delegationskreisen verlautete bisher, die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion solle wegen Inflation und Dollarkrise später als geplant verwirklicht werden. Eine Gipfelkonferenz zwischen Westeuropa und den USA beim Europabesuch von Präsident Nixon im Herbst werden aufgrund französischer Bedenken nicht zustande kommen. Bei der letzten politischen Unterredung unterstrichen Brandt und Pompidou, die Zusammenarbeit zwischen ihren beiden Ländern sei durch diese Gespräche entscheidend gefördert worden. Mit einer zweistündigen Plenarsitzung beider Regierungsdelegationen, die von Staatspräsident Pompidou und Bundeskanzler Brandt geleitet wurde, ging der politische Teil des zweitägigen Gipfeltreffens zu Ende. Am Vormittag hatten Brandt und Pompidou noch einmal unter vier Augen konferiert. Parallel dazu tagten die Fachminister beider Länder. Nach der Vollsitzung äußerten sich Präsident und Kanzler zum Ergebnis der Konsultationen. Es war eine ertragreiche Sitzung, die gezeigt hat, dass auf einer Vielzahl von Gebieten die bilaterale Zusammenarbeit sich weiterentwickelt, zum Nutzen beider. Und zum anderen hat die Sitzung gezeigt, dass wir in der Lage sein werden, die Dinge in Europa für uns selbst und für andere mit voranzubringen. Comme le chancelier, je crois que cette réunion a été extrêmement fructueuse. Wie der Bundeskanzler glaube auch ich, dass wir eine fruchtbringende Sitzung hatten. Wenn auch die Methoden zwischen beiden Seiten verschieden sind, so haben wir doch die gleichen Ziele. Das gilt für die bilateralen Beziehungen wie für den Aufbau Europas und die Außenwelt. Die gegenwärtige politische Lage zwingt uns zu mehr Aufmerksamkeit denn je. Wir haben viele Fortschritte gemacht und ich möchte denjenigen sagen, die glauben, dass das Schlimmste immer wahr wird, diesmal war es nicht so. Nous avons fait beaucoup de progrès et je puis affirmer à des commentateurs qui quelquefois étaient pessimistes que pour une fois le pire n'était pas sûr, loin de là. Über die Unterredungen der Fachminister wurden neben der Abstimmung über die Außenwirtschaft und Währungspolitik Folgendes bekannt. Die Hilfe der EG-Staaten für die Entwicklungsländer soll besser abgestimmt werden. Am gemeinsamen Agrarmarkt der Europäischen Gemeinschaft halten beide Seiten fest. Die Arbeitsminister sprachen über das geplante Sozialprogramm für die Gemeinschaft. Im Pariser Studentenviertel Quartier Latin kam es gestern Abend zu schweren Straßenschlachten zwischen Polizeieinheiten und etwa 1000 linksradikalen Jugendlichen. Sie waren einem Aufruf führender Vertreter der französischen Linken, darunter Jean-Paul Sartre, gefolgt, eine Versammlung der rechtsextremen Gruppe Ordre Nouveau, Neue Ordnung, zu verhindern. Die Bereitschaftspolizei ging mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor, die mit Steinen und Eisenstangen angriffen. Mit Molotow-Cocktails setzten die Jugendlichen mehrere PKWs in Brand.
16 Polizisten wurden schwer verletzt. Bis nach Mitternacht verfolgte die Polizei Demonstrantengruppen. Heute früh verhaftete sie mehrere Mitglieder des Kommunistischen Bundes. Den Beitritt der Bundesrepublik und der DDR zu den Vereinten Nationen hat heute der Weltsicherheitsrat in New York ebenso wie gestern der Aufnahmeausschuss einstimmig empfohlen. Die endgültige Entscheidung fällt am 18. September in der UN-Vollversammlung. Der Präsident des Weltsicherheitsrates, der sowjetische Chefdelegierte Malik, verlas die Resolution, die die Aufnahme beider deutscher Staaten in die Vereinten Nationen empfiehlt. Die Mitglieder des Sicherheitsrates hatten sich bereits vor der Sitzung auf den Resolutionstext geeinigt, der dann ohne förmliche Abstimmung einstimmig angenommen wurde. Die DDR wird darin vor der Bundesrepublik genannt, da sie ihren Antrag 3 Tage früher gestellt hatte. Der Botschafter Frankreichs, Girangeau, und der britische UN-Vertreter Jameson begrüßten die Beitrittsempfehlung. Ratspräsident Malik erklärte für die Sowjetunion, die Aufnahme beider deutscher Staaten in die Weltorganisation werde ein wesentlicher weiterer Beitrag für internationalen Frieden und Sicherheit sein. Die Entscheidung, fuhr Malik fort, sei auch ein Beitrag zu der in der UN-Charta festgelegten Universalität der Vereinten Nationen und fördere die friedliche Koexistenz. Ein neuer Zwischenfall an der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR ist von Regierung und Opposition in Bonn scharf verurteilt worden. Beim Versuch nach Bayern zu flüchten, kam heute früh ein DDR-Soldat durch eine Minenexplosion ums Leben. Ein zweiter wurde vermutlich durch Schüsse schwer verletzt und wurde von DDR-Grenzposten abtransportiert. Die Vorschläge des Deutschen Bildungsrates für eine stärkere Selbstständigkeit der Schulen sind heute von den 5 CDU-CSU-regierten Bundesländern abgelehnt worden. Der Kultusminister von Rheinland-Pfalz, Vogel, erklärte im Namen der 5 Länder, diese Vorschläge gefährdeten Einheitlichkeit und Chancengleichheit im Bildungswesen. Außerdem würde damit die Schule politisiert. Der Bildungsrat hatte gestern empfohlen, Lehrer, Schüler und Eltern stärker an den Lehrplänen der Schulen mitwirken zu lassen. Nach 28 Tagen, dem bisher längsten Aufenthalt von Menschen im Weltraum, sind heute die 3 amerikanischen Astronauten Conrad, Kerwin und Weitz sicher im Pazifik gelandet. Um 9.55 Uhr heute Morgen löste sich die Apollo-Raumkapsel von der Raumstation Skylab und begann ihren Rückflug zur Erde. Und 12 Kilometer vom Bergungsschiff Ticonderoga entfernt setzte um 14.49 Minuten 50 Sekunden auf dem Wasser auf. Mit einem Seil wurde die Kapsel an die Ticonderoga herangezogen und schließlich von einem Spezialkran in die Höhe gehievt. Nur 38 Minuten und 40 Sekunden vergingen zwischen Wasserung und Absetzen auf dem Schiff. Es war der erste Raumflug, bei dem die Astronauten nicht vom Hubschrauber geborgen, sondern in der Raumkapsel an Bord des Schiffes genommen wurden. Ein wenig unsicher verließen die 3 Männer die Raumkapsel, um sich sogleich zur ärztlichen Untersuchung zu begeben. Kerwin und White fühlten sich benommen. Der Gesundheitszustand aller 3 Astronauten wurde von den Ärzten jedoch als hervorragend bezeichnet. Die Wissenschaftler und Techniker in Houston werteten das Unternehmen als voll gelungen. Die Auswertung der gewonnenen Daten und Bilder wird Monate in Anspruch nehmen. Am 27. oder 28. Juli wird eine weitere Mannschaft zu der Raumstation fliegen und dort 56 Tage zubringen. Erst nach diesem Bericht erreichte uns die Meldung, dass die beiden Astronauten Weitz und Kerwin nach ihrer Rückkehr zur Erde Schwächeanfälle hatten. Und jetzt bittet die Kriminalpolizei um ihre Mitarbeit. Am Abend des 18. Juni wurde in Bühlerzell, Kreis Schwäbisch Hall, der 79 Jahre alte Rentner Alexei Danilenko ermordet aufgefunden. Der Tat dringend verdächtig ist der ebenfalls in Bühlerzell wohnhafte Janek Medinska, geboren am 16.06.49 in Sindelfingen, der seit der Tat flüchtig ist. Medinska ist 1,80 Meter groß, schlank, hat mittelblondes Haar, blaue Augen und spricht schwäbische Mundart. Medinska ist vermutlich mit einem PKW Marke Renault R4, weiß, amtliches Kennzeichen, SHA-CU24 unterwegs. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 23. Juni, heute wieder mit dem Reisewetterbericht zum Wochenende.
Die Hochdruckbrücke, die sich von den Azoren über die Nordsee hinweg bis nach Finnland erstreckt, bleibt im Wesentlichen erhalten, sodass vorerst keine atlantischen Tiefausläufer nach Deutschland übergreifen können. Das Mittelmeertief wandert ostwärts, verliert jedoch nur allmählich seinen Einfluss auf den Alpenraum. Mitteleuropa liegt im Zustrom trockener und sich allmählich erwärmender Festlandsluft. Die Vorhersage bis morgen Abend, südlich der Donau, meist noch stärker bewölkt und vereinzelt etwas Regen, sonst teils heiter, teils wolkig und überwiegend trocken. Tiefsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen allgemein zwischen 21 und 26 Grad. An den Küsten um 20 Grad, südlich der Donau zwischen 15 und 20 Grad. Schwacher, tagsüber zeitweise mäßiger und zum Teil böiger Wind aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen. Am Sonntag im größten Teil Deutschlands heiter bis wolkig und trocken. Nur im äußersten Süden und Osten noch zeitweise stärkere Bewölkung und zum Teil schauerartiger Regen. Mittagstemperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Am Wochenende in Dänemark, Südengland, Holland, Belgien und Nordfrankreich heiter bis wolkig und trocken. Mittagstemperaturen 20 bis 25, an den Küsten um 18 Grad. In Südfrankreich morgens gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tagsüber veränderliche Bewölkung und vor allem in den östlichen Gebieten gewittrige Regenfälle. Höchsttemperaturen zwischen 15 und 22 Grad. In der Schweiz, Österreich, Norditalien und Nordjugoslawien starke bis wechselnde Bewölkung mit einzelnen, zum Teil gewittrigen Regenfällen. Tageshöchsttemperaturen 17 bis 25 Grad. In der Tschechoslowakei wolkig mit Aufheiterungen und einzelne Niederschläge. Höchsttemperaturen um 20 Grad. Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit einem Kommentar von Heinz-Werner Hümer zum Gipfeltreffen Nixon-Brezhnev.